Die 9 Parzer Gespräche. Bereits zum zweiten Mal lud die OÖVP Bezirk Griskirchen unter diesem Titel ins Schloss Parz ein, gemeinsam neue Sichtweisen auf aktuelle Themen zu bekommen und über den Tellerrand hinauszublicken. Weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir manchmal auch aus dem Alltag heraussteigen und ein bisschen in die Metaebene gehen, ein bisschen die Dinge darüber sehen und da die Problemstellungen vielleicht damit, die im Alltag da sind, ein bisschen verkleinern, weil es in Wahrheit wirklich ganz andere, eben auch philosophische Themen gibt, die für uns wichtig sind. Und das möchten wir auch als ÖVP des Bezirks Griskirchen damit wahrnehmen. Dieses Mal am Podium Konrad Paul Liesmann. Er ist Essayist, Kulturpublizist und Professor für Philosophie im Ruhestand. Als Autor veröffentlichte er bereits etliche Bücher. Über das Thema seines neuesten Buches, Lauter Lügen, handelte auch sein Vortrag. Aber ist Wissen wirklich die beste Waffe gegen Lügen? Keiner von uns hat dieses gesamte Weltwissen, um sofort entscheiden zu können, das stimmt oder das kann gar nicht stimmen. Wir sind bis zu einem gewissen Grad hier hilflos ausgeliefert. Dasjenige, was uns vielleicht einigermaßen davor schützen kann, ist einerseits ein eigenes, fundiertes Wissen über die Bereiche, zumindest über die man sich interessiert. Und das andere ist vielleicht wirklich eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem, was uns über verschiedene soziale Kanäle entgegenflattert. Das heißt nicht, dass ich prinzipiell misstrauisch sein muss, aber es bedeutet einen bestimmten Vorbehalt, nicht alles sofort und vor allem nicht alles blind zu glauben. Er meint damit, dass es ja nicht um die Unwahrheit geht, sondern dass sogenannte Lügen zur Manipulation eingesetzt werden, die vielleicht nicht die ganze Wahrheit sagen, einen Teil davon enthalten und mit Manipulation versuchen, die Menschen in eine gewisse Richtung zu bewegen. Stutzig sollte man dann werden, wenn man selbst keine Verbindung mehr zu etwas herstellen kann. Das heißt, es kann einem zwar bekannt vorkommen, aber wenn ich darüber nachdenke, kann so etwas tatsächlich sein oder nicht, dann sollte man sehr hellhörig werden. Und natürlich gibt es immer wieder, auch im politischen Geschäft, Dinge, wo man genau weiß, dass das jetzt nicht stimmt. Und dann versucht man halt so damit umzugehen, dass man entweder denjenigen stellt, der das sagt, auch die Medien beispielsweise können das sein. Und da versucht man halt, dass man den Weg der Wahrheit, soweit es möglich ist, natürlich auch gemeinsam gehen. Die heutige Zeit ist ein Spannungsfeld zwischen Wahrheit, Lüge und Halbwahrheit. Der Vortrag von Professor Liesmann regte deshalb so manchen Besucher zum Nachdenken an. Ich bin sicher, dass dann und wann in einer Alltagssituation vielleicht ich selbst auch wieder mal darüber nachdenke, wie es gerade um das Wissen und um die Wahrheit bestellt ist. Also ich habe total spannend gefunden, der Umgang mit der Wahrheit und wie man das einfach selber irgendwie auch immer wieder betrifft, die kleine Notlüge oder sagt man doch alles, was man weiß. Aber wie schon ein altbekanntes Sprichwort sagt, Lügen haben immer kurze Beine.